Hallo und herzlich willkommen hier zu diesem neuen Projekt, und zwar spielen Tim und ich Green Hell. Da gab es jetzt nämlich vor kurzem ein Koop-Update und das Ganze schauen wir uns jetzt mal an. Pascal ist später auch noch hinzugestoßen per Stream und hat sich das Ganze dann auch mit angeschaut. Er ist sich noch nicht ganz so sicher, ob das was für ihn ist, und wartet noch ein bisschen ab, wie sich der Koop auch macht. Ich würde mal sagen, dann schon mal viel Spaß mit dem Video und bis gleich. So. Let's go. Dann mal schauen. Was? Dann mal schauen. Spielst du das mit Controller oder mit Tastatur? Aus Tastatur natürlich. Hast du Tutorial gespielt? Nö. Nichts. Kann jetzt nur, oder wir können jetzt hier nur unsere eigenen Überlebenstaktiken und unser eigenes Wissen. Ich hab mir nicht mehr die Steuern angeguckt. Ja, ich habe ja nur ein bisschen reingespielt, also mit Q kannst du schon mal Sachen fallen lassen, mit C gehst du halt in so ein Burger-Menü, wie es ja glaube ich auch heißt. Du kannst mit R blocken. Ah, okay. Ja gut, ducken halt, Steuerung. Was? G? Mit G kannst du einen Stein werfen. Okay. Tagebuch mit N. Geht nicht. Ja gut, weil ich wahrscheinlich keinen hab. Mit F ist die Uhr. Da sind ja die vitalen Anzeigen. Das ist echt cool mit der Uhr gemacht. Ja, und das Wasser hier kann man wahrscheinlich auch schon nicht trinken. Ich hab bei Peter gesehen, mit dem komischen, dass man ja Verletzung haben kann. Was, dass man was? Feuerzeug. Verletzung haben kann. Ja, das kann man sich anschauen. Da musste C und dann auf die Lupe untersuchen. Genau. Ja, ich fand das ein bisschen schade. Ich hatte nämlich bei meinem Durchlauf hatte ich einen Wasserfall gefunden, und mein Wissen ist eigentlich, dass man in der Regel das Wasser von Wasserfällen trinken kann, weil das durch das Aufgeschäumte eigentlich relativ gut trinkbar ist und sauber ist. Warte, ich muss mal gerade die Soundgeräusche etwas leiser schalten. Aber das ging nicht. Also das ging schon, aber war halt immer noch schmutzig anscheinend. Genauso Schmutz, wie das hier. Ja, das hier wahrscheinlich auch. Nein, nein, den wollte ich nicht. Ich habe Lebenmischer, Leben hier dabei. Ja. Lass ich erstmal fallen. Wie konnte man denn jetzt hier nochmal einen Speer machen? Stein aufsammeln, ein Steinmesser machen. Und dann auf einen Stab oder so? Ja, nee, du musst eine Hacke machen, einen dünnen Baum abhacken. Und aus dem dünnen Baum bekommst du einen langen Stock. Und daraus machst du einen Speer. Also ich habe noch gar keine Liane. Ja genau, und du brauchst natürlich auch Lianen. Lianen. Also Lianen, machst du Seile. Wo sind Lianen? Hier? Mann, ich will nicht wissen, wie unfassbar heiß das hier ist. Und stickig auch. Muss ja so eine hohe Luftfeuchtigkeit sein. Hier sind Lianen bei mir. Lol, hier. Da ist ein Dorf von Eingeborenen oder so. Das heißt, die haben vielleicht schon, also da stehen so ein paar Tonnen. Vielleicht ist da schon Regenwasser drin. Das wäre natürlich richtig nice. Okay, die ist leer. Lol! Ein vierzackiger Speer. Erstmal die Eingeborenen beklauen. Oder von. Hast du gerade einen vierzackigen Speer bekommen? Ja, der ist ja zum. Oh, hier, da ist eine rostige Axt. Die kannst du ja nehmen. Autorücksitz. Alter, was hat mein Typen jetzt für Probleme? Snacks. Das ist tatsächlich drin. Ein bisschen wie The Forest hier. Auch mit dem Looten jetzt. Ja, aber das ist ja kein. Oh, Kohle. Das sieht hier nicht aus wie. Hier, warte mal, hier sind Flaschen drin. Warum kann man hier die Flaschen nicht rausnehmen? Oh. Ja, alles klar. Wieso hast du den denn getötet? Hast du gerade gegessen? Nein, aber aufgenommen. Man hätte den auch nur aufnehmen können, lebend.
Ne. Jetzt vergammelt er doch im Rucksack. Ja, das wird bestimmt nicht lecker sein, warte mal. So, es Warte mal. regnet. Ich will jetzt dieses Bananenblatt nutzen, um damit den Regen aufzufangen. Das mal irgendwo hin, vielleicht geht das dann so. Na gut, dann lege ich das da hinten irgendwo beim Steg hin. Ach so, aber vielleicht kommt ja jetzt Wasser in. Oh, warte mal, das ist das eventuell hier. Wasserfilter, ah. Aber eventuell füllen sich ja jetzt hier trotzdem auch diese Fässer oder die Tonnen. Ah, ich glaube nicht. Hey, was mache ich denn damit? Ist das Ding kaputt? Ey, wieso habe ich jetzt. Ach doch, da. Ja, toll, Gegenstände können nicht kombiniert werden. Super. Fänge fest. So, hab eine Steinklinge. Also wir bräuchten zwei Gefäße. Den Kanister kann man auch nicht nehmen. Wieso ist eigentlich der Autorücksitz in Verwendung? Achso. Ich muss jetzt erstmal ein paar Lianen sammeln. Ah, ach, eine unbekannte Nuss. Scheint nicht zu funktionieren. Was? Pilze gibt's hier. Ach, hier ist eine Paranuss. Blätterrüstung. Ich glaube, das hört jetzt jeden Augenblick schon wieder auf zu regnen. Wie kann ich denn die Rüstung anziehen? Ja, keine Ahnung. Vielleicht bei Untersuchen und dann irgendwie auf den Körper da an der entsprechenden Stelle oder sowas. Warum geht man nicht hier mit einer kurzen Hose rein? Wo rein? Ja, in so einen Dschungel. Ja, ist man nicht gestrandet oder sowas? Also man ist ja wahrscheinlich Tourist. Ja, aber ich gehe doch nicht mit als Touristen in der kurzen Hose hin. Das ist auch. Hey, ja, hallo, weißt du, wie heiß das hier ist? Und vor allem, was hier Ein für eine Riesenfrosch. dicke Luft nur ist? Hier ist so eine hohe Luftfeuchtigkeit wahrscheinlich. Irgendwann die Pilze. Kann man sich mal gönnen. So, jetzt habe ich immerhin schon mal ein paar mehr Sachen. Mal sehen, was man damit jetzt machen kann. Ey, wie kann. Achso, das sind dann schon direkt Seile. Okay. Das funktioniert halt irgendwie nicht. Ich habe auch noch keine langen Stöcke gefunden, nur die kurzen. Oh, Kokosnuss. Okay, also die Kokosnuss. Ah, hier sind auch zwei, das ist gut. Kannst du Steinspeer. auch eine nehmen zum Trinken. So, wie komme ich denn jetzt an das Wasser der Kokosnuss ran? Weil ich kann die irgendwie nur aufheben. Und dann? Wo ist denn die? Ich habe die in der Hand. Die Wo andere bist du? ja immer noch bei diesem Fischer-Hort, was auch immer. Ach lol, hier ist sogar eine Reuse und da ist auch ein Fisch Und mit drin. die kannst du übrigens einen Speer werfen, ne? Da ist ein Piranha drin. Ach, da ist wieder ein Da ist die Frosch. Steuerung schwer. Vor allem ist das ja auch noch ein Pfeilgiftfrosch. Ja, wo bist du denn? Ach, da. Lol, was geht denn bei dir ab? Ich schwimme ein bisschen. Ja, weil die. Da sind aber Piranhas, ne? Ich hab eine Kapsel. Ja, hier ist die Kokosnuss. Jo, Alter. Oh, Das ist die nicht nur.
Kann sogar kann man sich ich ja nicht so sehen. verletzen, wenn Das man mal ist ins eine. Wasser geht. Ja, der Piranha hat wahrscheinlich mal kurz dran genagt. Oh, unten rechts am Bein und unten links hast du auch ein bisschen was offen. Ja. Konnte man nicht mit Bananenblättern oder so auch Das Verband sind machen? die Piranhas hier, oder was? Ja. Ja, jetzt hol ja noch keinen raus. Den können wir ja erst essen, wenn wir dann auch Feuer haben. Kann man Piranhas überhaupt essen? Ja, natürlich, ist so ein Fisch. Ja, hier ist die Kokosnuss. Achso, da vielleicht selber drauf haben. Ah ja. Warte, warte. Leer. Ja, lecker. Dankeschön. Gut, dass da noch eine zweite ist. Ja gut, die hängen da auch tatsächlich. Vielleicht ist ein Kokosnuss-Speedon. Weißt du, was das ist? Das brachte jetzt ehrlich gesagt nicht so viel. Ja, das ist der Kern. Oh. Ein Vogelnest mit Ei, aber das lasse ich auch mal noch drin. Immer noch ein. Achso, warte mal, die Kokosnuss, die kann man ja jetzt eigentlich ja wohl als Ah, Gefäß nehmen, oder nicht? Kokosnuss-Speedon, du machst die Kokosnuss und ein Seil und dann hast du Gefäß. Ah doch. Oder? Ja, und das kann ich jetzt. Kann ich aber nicht dahin stellen. Ah doch, das geht wohl. Wohin Fuck, stellen? was zum Henker war das denn? Ja, ich hab Was das da muss ich denn da unten. machen? Ich hab das da hingestellt. Achso, ist sie jetzt voll? Oder wie? Hä? Ja, keine Ahnung, aber auf jeden Fall kann man das dann so irgendwie machen. Wie hast du denn da Hey, hinbekommen? vor allem, wieso kam da jetzt schon Wasser raus? Hä? Wieso kommt da Wasser raus? Was mache ich jetzt mit dem Ding? Nee, du musst im Inventar sein und dann im Inventar da so drauf zeigen, auf diesen Kreis, also die Kokosnuss in die Hand nehmen und dann da so drauf zeigen. Dann legt er die da kurz rein und dann ist das aber irgendwie direkt wieder weg, also keine Ahnung, ist ein bisschen komisch. Ich wollte jetzt immer noch ganz gerne mal so einen langen Stock finden. Kleiner Blätter. Ah, hier Palmblätter, damit kann man doch wahrscheinlich einiges machen. Perfekt. Hallo? Hallo. Aha. Warte mal, jetzt regnet es gerade, oder Noch ein was? Palmblatt. Ich verstehe nicht, wie ich das da hinbekommen soll. Die Nicht, dass er hin tun Die möchte, geht das wieder unbekannte weg. Zwiebel. Was für eine Frage? Nicht, dass er dran mache, geht das direkt wieder weg. Nein, Pascal hatte da auch irgendwas mit Frage gesagt. Hey, ich habe nur gesagt, bei dem Spiel wird diese Frage wahrscheinlich häufiger kommen. Wie kann ich denn mit einer Kokos das Wasser aufsammeln? Ja. Ich verstehe das nicht, ganz ehrlich, ich raff's nicht. Ja. Es ist ein Mysterium. Also ich kann. Also das. Hä, da ist ja irgendwie so eine Anzeige ja auch. Und vor allem eine unbekannte Zwiebel. Toll, wieso? Jetzt hat er die unbekannte Zwiebel gegessen. Hast du gekotzt? Ja. Auf dich drauf. Auf dein offenes Bein. Ja. Der hat halt instant dann die Dings da gegessen, die Zwiebel. Die Unbekannte. Ja, wie fehlt er die Schnecke? Ja, also man kann da irgendwie die Kokosnuss hinlegen, aber dann verschwindet das direkt. Ach so, die ist jetzt voll. Hast du die Hälfte gemacht? Ah. No, bad idea. Toll!
Wieso habe ich jetzt Parasiten? Das ist doch ein Wasserfilter. Ich kotze erstmal dahin, wo das Wasser hin soll. Aber das verstehe ich jetzt nicht. Wieso ist das hier? Das ist ja ein toller Wasserfilter. Warte mal. Wie es wieder zeitverzögert ist. Okay, ich hab's also nicht zerstört. Wo hast du den Fokus jetzt her? Wieso ist die leer? Achso. Ja, die Kokos, ja da, von dem Baum, wo du bist. Wie hast du die runterbekommen? Und jetzt tropft das. Die ist auf den Boden gefallen. Ja, wow, das ist immer noch schmutzig. So ein scheiß Wasserfilter. Oh. Ich kann die runterwerfen, Lauren. Mirko. Ich kann die runterwerfen. Du musst nur gut zielen. Da hört man ja direkt, dass Tim viel Final Fantasy spielt. Was denn? Ja, wenn dann der Name Laurin vertauscht mit Mirko wird. Ja. Ja. Kennt Tim quasi keinen anderen. Du kannst dir also einen Speer nehmen und die Dinger vom Baum werfen. Alter, hallo? Ich dachte schon, du trinkst jetzt auch noch davon. Ja, wir können uns da eigentlich hinlegen, ist ja jetzt spät genug. Du hast gedacht, war klar. Damit ich die Parasiten abkrieg, die jetzt hier dann sind. Ja. Hey, durstig? Ich hab grad eine Kokosnuss versoffen. Ich glaube, hier ist eine Kokos, ist recht. Alles klar. Tot? Alles klar. Achso, eine Infektion hat mich gekillt. Und ja, toll. Und jetzt? Respawn-Punkt. Achso. Hab ich gar nicht gemerkt, ganz ehrlich. Da ist alles aus dir jetzt wieder rausgefallen. Einfach mitten in der Nacht verreckt der da neben mir. Das ist ja wohl ein Witz. Ja, ich habe auch noch kaum Leben. Ich bin auch. Hey, wieso bin ich denn auch fast tot? Wegen den Parasiten wahrscheinlich. Nö, die habe ich jetzt gerade nicht mehr. Ach so, Leute. Kannst du irgendwie Schwierigkeiten stellen? Ja, ich habe Standard. Ah, okay. Genau wie Peter, der gesagt hat im Bett, dass das Schlafen hilft und der dabei die ganze Zeit Leben verloren hat. Ja. Schlafen hilft ja eigentlich auch meistens. Ja, wie sieht denn jetzt hier der Plan aus? Müssen wir mal gucken. Steinfalle? Du sollst ja nicht hier bleiben, oder? Also das Überleben ist ja eigentlich an jeder Stelle ganz gut gesichert. Wir haben Kokosnüsse für Wasser. Das ist zwar nicht viel, aber besser wie in die Hose geschissen. Und so, es geht Sachen aus dem Inventar verloren, stimmt ja. Wieso haben wir denn jetzt hier eigentlich schon solche Bausätze? Die Lehmbausätze? Nee, hier auch vierzackiger Speer und all sowas. Handbohrer. Stock oder Feuerbrett. Mulineria-Blatt. Mulineria-Blatt? Was haben wir denn? Okay, nicht ins Wasser gehen, man muss hier echt aufpassen. Mulineria-Blatt. Was mich das tötet, ins Wasser zu gehen. Vor allem, wieso ist mein. Achso, weil ich damit auf die Kokos. Alter, was hat der für Probleme mit seinem scheiß Wasser immer? Ja, hol dir einen Speer und lief eine Kokosnuss runter. Ja, das bringt ja nur mega wenig und. Ja, die Kokosnussschalen kannst du jetzt einfach so auf den Boden legen. Ich wollte hier mal gerade nach diesem Bohrer gucken. Handbohrer, Stock oder Feuerbrett? Du kannst die Kokosnuss dann auf den Boden legen, gehört? Ja, also, das funktioniert doch nicht. Einfach nur ein Stock. Nee, wie einfach ein Stock? Hier bei Handbohrer steht einfacher Stock oder Feuerbrett. Da ist übrigens wieder der Pfeil giftfrisch. Wie Hunger, du hast gerade 3 Obststücke gegessen.
Vor allem, hey, man kann doch auch das Kokosnussfleisch kann man doch auch essen. Hab ich auch gemacht eben. Ja, also. Ja, toll. Ach, die muss wahrscheinlich dann auch erst wieder kaputtgeschlagen werden. Achso, ich hab da außerdem hier sogar einen Snack.